Ja, wie wir hier. So ist ungefähr ja, sein Gesicht. Das zensieren wir nämlich ja alles. Ja, okay. So. Ich auch. Ja. Sitz auf vier Plätze und den Mund halten. Ja, wir machen mit den Genitivübungen weiter. Ihr hattet 5 Seiten Aufgaben zu Hause zu machen. Ja, was sagst du? Ich glaube, dass der Satz des Mannes, das Autos ist alt, heißt. Nein, nein! Ich hätte wissen müssen, dass du nicht der knusprigste Bäcker auf die Panne bist! Ja, was hast du in der ersten Aufgabe geschrieben? Das heißt, das Auto des Mannes ist alt, weil die Reihenfolge der Satzglieder sie kreuzen. Ja, recht, Julie! Du bist voll ein Nerd! Wir machen weiter! Ihr seid alle zusammen ganz hoffnungslose. Kannst du nicht deinen Akkusativ, dann bist du wirklich dumm. Pause, Pause. Ich vermittle nicht mehr. Sein Verhalten ist vollkommen unannehmbar. Nein, was ist das? Meine kleine Miezekatze. Es ist ein Katzedumme. Das ist ganz unwirklich. Wer wüsste, dass er ein einsamer Katzemann war? Vielleicht deshalb ist er gegen uns so böse gewesen. Der ist unzufrieden mit seinem traurigen Leben, nur mit der Katze ist er zusammen. Vielleicht begegnet seine Katze einem Unfall. Verdammt, er kommt jetzt. Hallo Julie, ich sah eine tote Katze dieser Morgen. Sie war rot, wie die Katze wir sahen auf dem Foto. Entschuldigung. Saht ihr seine Reaktion? Ja, es überrascht mich, dass der Mann anderen Gefühlen den Sohn hat. Der Kommentar hat ihn tief berührt. Glaubt ihr, dass wir seinen empfindlichen Punkt getroffen haben? Nein, er hat keinen empfindlichen Punkt. Ida, vielleicht war es die Katze des Mannes, dass du diesen Morgen tot auf dem Weg sahst. Vielleicht haben wir über die Grenzen getreten. Wollen wir uns bei ihm entschuldigen? Gute Idee. Ja. Kleine Miezekatze, ich vermisse dich. Komm, da kaufst du Fati. Entschuldigung, Arnold. Unser Verhältnis tut uns weh. Das war nicht unsere Absicht, dich zu kränken. Meine Miezekatze verschwand gestern und ich bin sehr ängstlich, dass sie verletzt ist. Arnold, es tut mir leid. Wir fühlen mit dir. Ich will auch mein Verhalten bei euch entschuldigen, weil ich im Unterrichtsstreich gegen euch gewesen bin. Das würde ich gerne ändern. Ihr seid alle zusammen sehr knusprige Päcker.